Ja, meine Freunde, willkommen auf einem neuen Video auf meinem Baskalationskanal. Ihr wisst Bescheid. Wir haben mal wieder eine Kollega-Single. Digga, Boss Mode heißt das Ding. Nach allein, der eher diepe Boss mal wieder am Start. Haben wir hier Kollega Boss Mode, was ich mal denke, was schon in eine starke offensive Richtung gehen wird. Aber mal sehen. Kollega im Moment einer der fleißigsten Rapper überhaupt. Na, auch zu alter Tape, ist ja noch gar nicht so lange her. Haut raus die Dinger mit 18 Karat. Letzte Woche oder vor 2 Wochen das Ding allein. Jetzt wieder. Und bei den San Diego Singles ist er bestimmt auch immer so ein bisschen mit am Start, so mit am Arbeiten. So, Digga, der Bock, seine Gemälde verkauft er jetzt, glaube ich. Und ja, Digga, wir gehen direkt rein, Alter. Wolken, als ich in den Wagen einsteig, fahr vorbei an der Düsseldorfer Hafen Skyline, schwarzer Daimler Benz. Ja, geht wieder in die komplette Rap-Richtung, also allein auch, aber es ging schon so in Richtung wie einer von Millionen da, dieses Ding. So ein bisschen fand ich. Ich habe mich zumindest an den Song erinnert, das geht wieder in diese komplette nach vorne Richtung, bosshaft unterwegs hier. Hafen Skyline, schwarzer Daimler Benz, Carbon-Fiber-Felgen, so mächtig, dass selbst LKWs die Straßenseite wechseln. Ich hab's so mächtig, dass selbst LKWs die Straßenseite wechseln. So eine Line, die auf die kann nur ein Kollege kommen, Alter. So mächtig, dass selbst LKWs die Straßenseite wechseln. Ich hab's prophezeit. Schluss mit Frohsinn und Geborgenheit. NWO, Roadtrip in das Totenreich. Sie meinten damals, dass die Kokainpsychose steigt. Der Boss reif für die Anstalt, so wie Opas im Seniorenheim. Doch der Mac ist back, Technik top, wie die Apple Watch, Weißgold Chain. Technik top wie die Apple Watch. Ja, Digga, wir geben uns das hier nochmal. NWO, Roadtrip in das Totenreich. Sie meinten damals, dass die Kokainpsychose steigt. Der Boss reif für die Anstalt, so wie Opas im Seniorenheim. Doch der Mac ist back. Der Boss reif für die Anstalt, so wie der Opa im Seniorenheim. Digga, ist auch eine heftige Line. Technik top, wie die Apple Watch, Weißgold Chain, live on stage, Killer-Show wie Travis Scott, immer noch der Boss, der Boss. Solange diese Fotzenzähne trocken nehmen, gehen es ein Knochenshop wie Kate Moss beim Modeln. Das war partout nicht einfach, doch ich hab jedes Hindernis mit Bravour gemeistert, wie ein paar Profi-Styler, produktiv wie ein Manufaktur. Ja, ist nice, gefällt mir richtig, richtig gut, aber Kollega ist für mich auch seit dem Asche-Kollabo-Album damals, Anfang 2021, Digga, ist er einfach in überragender Übertop-Form, ohne Scheiß, Übertop-Form. Ich bin jetzt nicht immer der größte Kollega-Fan gewesen, also ich habe nichts gegen ihn oder so, aber seine Musik habe ich nicht immer gerne gehört, aber im Moment, Digga, kommt ein Brecher nach dem nächsten. Fakturarbeiter vorbereitet auf die Welt, die jetzt nur noch am Zeiger dreht wie ein Uhrendesigner. Ich kam ins Game wie ein. Ja, nochmal kurz zurück, Leute. Soll ich so auf Pause drücken gerade? Produktiv wie ein Manufakturarbeiter vorbereitet auf die Welt, die jetzt nur noch am Zeiger dreht wie ein Uhrendesigner. Ich kam ins Game wie ein Platzhirsch. Heute wünsch ich mir statt Fame, dass er abstirbt. Bete, wenn's Nacht wird, diese Welt ist gottlos. Doch ich geh den Weg bis zum Ende hier im Boss Mode. Boss Mode, Boss Mode. Dieser Weg ist gottlos, aber ich gehe diesen Weg im Boss-Mode, Boss-Mode. Oder diese Welt dreht am Zeiger wie ein wie mit der Uhr da. Ich habe die Line nicht ganz genau im Kopf behalten, aber ich wollte jetzt nicht zu oft Pause drücken und zu oft zurückmachen. Aber, Digga, nicer erster Part. Boss-Mode. Digga, den Boss-Mode fühle ich auf jeden Fall. Harte Zeiten machen, harte Männer, Boss-Mode. 180 Kilo auf der Bank, Boss-Mode. Starker Geistkörper wie ein Schrank, Boss-Mode. Im Auge des Sturms wie ein Fels, Boss-Mode. Ja, nice, da erwähnt er immer Sachen, wie man im Boss-Mode ist, so, warum er im Boss-Mode ist. Ja, ist nice. Bleiben noch, wenn jeder fällt, Boss-Mode. Schwäche zeigen ist wie neben einem Highbluten. Der Rest bewegt sich in Zeitlupe. War schon immer mit Talent gesegnet. Doch riskierte lieber bei einem Deal das Leben in der Ghetto-Gegend anstatt meine Menschenseele. In der Entertainment-Szene durch die Fänge der Manager von einem Major-Label. Ja, nice, absolut nice. Gehen wir nochmal zurück, Leute. Boss Mode, stehen bleiben noch, wenn jeder fällt, Boss Mode. Schwäche zeigen ist wie neben einem Highbluten. Der Rest bewegt sich in Zeitlupe. War schon immer mit Talent gesegnet. Doch riskierte lieber bei einem Deal das Leben in der Ghetto-Gegend anstatt meine Menschenseele. In der Entertainment-Szene durch die Fänge der Manager von einem Major-Label. Ja, ist nice, Alter. Kompletter Front an die Szene, so ein bisschen. Feier ich auf jeden Fall. Sehe ich auf jeden Fall genauso und ist eine übertrieben geile Line. Eigener Boss, eigener Shop, kein Sklavenlohn, harter Ton, 20.000 Boxen ohne Amazon. 20.000 Boxen ohne Amazon, Digga, ist nice. Kollege verkauft, glaube ich, auch immer noch so im Standard die meisten Boxen, also mit die meisten Boxen. Wir können ja mal gucken.
Aber da waren natürlich noch mehr dabei. Durch die Fänge der Manager von einem Major Label. Eigener Boss, eigener Shop, kein Sklavenlohn. Harter Ton, 20.000 Boxen ohne Amazon. Was für Ackern bis ins Rentenalter. Alles Menschenspalter, wie die Cancel Culture. Außer Schwärze nichts zu sehen, zwischen Smog, Schwaden, Blocks fangen lang. Ja, übernice, gefällt mir richtig, richtig gut. Auch die Line so im eigenen Shop so mäßig. Ich arbeite nicht für einen Sklavenlohn, ich verdiene selbst auf 20.000 Boxen. So, wer braucht Amazon, Digga? So, ich bin wichtig für mein Geschäft. Nice. Man hier Tschernobyl zu ähneln und menschliche Atmosphäre wie auf Alien-Planeten. Getötete Scheiben spiegeln eine Glamour-Welt-Ästhetik. Blendet helle Stages, aber die Vergänglichkeit des Lebens ist gespenstlich präsent wie in den Tempel der Azteken. Das ist der Anfang von dem Ende des Planeten. Bald stoßen die Engel in Trompeten wie auf Renaissance-Gemälden ohne Ende. Absolut nice. Man kann da natürlich alle 5 Sekunden Pause machen, über jede Line auseinandernehmen und dafür darüber zig Minuten reden. Digga, aber was soll ich machen, Alter? Aber das Lied ist einfach krank. Das ist doch der Kollege, den ich auf jeden Fall auch feiere. Ich fand das Deeper auch mal geil. Aber ich bin jetzt auch nicht der größte Gesangfan, muss ich dazu sagen. Aber der Track gefällt mir richtig, richtig gut, Leute. Zombieherden auf dem Highway to Hell. Geistesgestört wie das Shining Hotel. Kopf hoch, diese Welt ist gottlos. Doch ich geh den Weg bis zum Ende hier im Boss-Mode. Boss-Mode, Boss-Mode. Harte Zeiten machen harte Männer. Die Parts sind schon geil, aber die Hook ballert auch so sehr rein, ne? Digga. Boss-Mode, 180 Kilo auf der Bank, Boss-Mode. Starker Geistkörper wie ein Schrank, Boss-Mode. Im Auge des Sturms wie ein Fels, Boss-Mode. Stehen bleiben. Aber schreibt mir natürlich auch noch mal gerne eure Meinung über Kollega und seine Songs und über den Song und alles, was ich so gesagt habe, gerne in die Kommentare. Und eure Meinung interessiert mich natürlich auch dazu. Bleiben noch, wenn jeder fällt, Boss-Mode. Schwäche zeigen ist wie neben einem Haibluten. Der Rest bewegt sich in Zeitlupe. Ja, ist nice. Auch Video natürlich wieder sehr nice geworden. Ja, er macht hier auch noch Werbung. Ja, auf jeden Fall ist das meine Meinung zum Kollegah-Song. Feiere ich sehr, sehr stark mal wieder. Bosshaft unterwegs, der Kollege. Aber schreibt mir gerne eure Meinung natürlich in die Kommentare. Und wenn ihr Rap so feiert wie ich, dann abonniert doch einfach meinen Kanal und lasst gerne einen Kommentar da. Ich bin raus, meine Freunde.